No love. Yeah. No. No love. So, meine kleinen Spasten. Beruhig dich. Ja, war gar nicht so ungefährlich, ne? Muss man immer ein bisschen gucken, du. Muss man gucken mit der Auge. Heute bin ich unterwegs mit dem Naheke. Vanessa ist zu Hause, weil Kawasaki, ach nee, weil darf noch nicht fahren. Die ganzen Autos sind ja auch wieder brav unterwegs. Und bremsen einen aus. Ja, Saisonstart hat perfekt geklappt bei uns. Also zumindest bei mir bis jetzt. Die R1 fährt sauber. Springt bei Kälte nach wie vor beschissen an, aber ist halt, ne, because R1. Füße gehen raus. Für den Alten müssen wir hier warten. Dann müssen wir hier für den Alten warten. Was habe ich gemacht letztes Jahr noch an meinem Motorrad oder dieses Jahr? Ich hatte ja dieses Problem mit der Kühlung. Ich habe jetzt noch mal auf Verdacht hin das Ventil, die Verschlusskappe von dem Kühlergrill vorne, von diesem Kühler, von dieser Kühlereinheit getauscht. Und da habe ich mir so gedacht, naja, ist ja schon ein bisschen älter das Ventil, da ist eine Gummidichtung drin, wenn die Gummidichtung nicht mehr so toll ist und insgesamt den Druck nicht mehr aushält, könnte das doch sein, dass die zu früh die Flüssigkeit rausdrückt. Und aktuell sieht es auch genauso aus, dass es so ist. Natürlich sind jetzt auch die Temperaturen nicht die Temperaturen, wie sie normalerweise Probleme bekommen würde. Muss ich mal gucken, ob es das ist, aber aktuell schaut es mega gut aus. No, wir berichten. Gestern waren wir bei Yamaha, die Vanessa und ich, und haben uns die neue R1 angeguckt. R1 ist schon geil aus, richtig nice. Wie man immer beim Beschleunigen vergisst zu sprechen. Voll merkwürdig. Es macht mega Spaß, wieder zu fahren. Ich habe gefühlt vergessen, wie viel Leistung die R1 hat. Bin sehr, sehr, sehr gehypt von der Beschleunigung. Ist einfach geil. Was noch ansteht, ist ein Ölwechsel. Den mache ich mit Vanessa zusammen, weil sie kann ja erst nächsten Monat wieder fahren. Das heißt, wir werden jetzt irgendwann im März einen Ölwechsel machen und dann sind wir eigentlich durch mit unseren Kisten für dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, was die Beschaffung der neuen Geräte quasi angeht. Müssen wir mal gucken. So. Ah, Kinder, aufpassen, dass wir nicht zu laut unterwegs sind. Die Kinder freuen sich immer, wenn sie Motorrad sehen, aber wahrscheinlich nur, weil sie die Toasties sehen und weil sie mich sehen und mit dieser tollen R1 und ich bin ja einfach Cutie Boy und deswegen ist es ja mehr als nachvollziehbar, dass die Kinder sich freuen, wenn sie mich sehen, oder? Nope. Sind das anders? Die erste quasi offizielle Toast-Rider-Ausfahrt. Ich habe ja den Chris dabei, den nach hier Ecke und wir fahren heute zur Scheune, wer hätte es gedacht. Einfach mal die Bikes wieder ausführen und gucken, ob alles funktioniert. Chris hat ja ein bisschen was an seiner Kiste rumgedoktert mit Schwinge und Co. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn man vorher mal eine kleine Tour macht, bevor man die Kisten richtig auf Leistung und Belastung bringt. Was sich dieses Jahr geändert haben, sind übrigens die beschissenen Gesetze für die Punkte und Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt. Deswegen fahren wir immer, oh Moment, zu schnell, immer 2 km/h zu langsam, ne? Also auch wenn ihr das irgendwie ausgeblendet seht, hier mein Tacho ist immer ausgeblendet, damit die Leute nicht sehen, dass wir zu langsam unterwegs sind. Ja? Und wenn es dann doch zu schnell aussieht von der Geschwindigkeit, dann haben wir vorgespult. Also es passiert niemals, dass sie zu schnell fahren. Und das Auspixeln des Tachos hat nur was mit Coolness-Faktor zu tun. So, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Also das hat hier nichts damit zu tun, dass wir verschleiern wollen, dass wir viel zu schnell sind oder rasen oder sonstiges. Machen wir alles nicht. Wir fahren immer vorschriftsmäßig 1 bis 2 km/h unterm Limit, also jetzt mit den neuen Gesetzen zumindest. Vorher sind wir ja immer besonders schnell unterwegs gewesen. Aber das machen wir nicht mehr. Wir sind jetzt ganz cool und entspannt. Eigentlich könnten wir auch Shopper fahren. Ist ganz schön windig heute. Da schließen wir auf ein Opfer auf. So ein Koffermobil. Herrlich. Ich habe es so vermisst, das Motorradfahren. Aber ich denke, so viel mehr will ich euch jetzt gar nicht erzählen. Es ist bloß ein ganz kurzer Vlog. Mal generell gucken, ob die Kamera und das Mikrofon dann alles überhaupt noch funktioniert. Der Akku wird bei den Temperaturen auch nicht so lange halten.
Dementsprechend habt es euch gut. Wir sehen uns demnächst bald wieder. Ich werde sonst noch ein paar schöne Bilder einfangen, wenn ich Glück habe. Und die ganze Zeit den Chat zwischen Vanessa und unseren Abonnenten mitverfolgen. Genau, die ist nämlich zu Hause und macht ein bisschen Socializing mit euch. Das sollten wir eigentlich immer so machen. Ich fahre, mache die geilen Fahrvideos. Und Vanessa ist zu Hause und wird mit euch schreiben, mit euch kommunizieren, ein paar Storys machen. Was haltet ihr davon? Das ist doch eine geile Idee, oder? Die Arme. Ich werde geköpft, wenn sie das Video sieht. Ich denke mal, mit dieser unprofessionell festgemachten Reisetasche wird es wohl kein Polizei sein. Aber ist ja auch egal, weil ich ja nicht zu schnell war. Da freut sich der Keks. Gut, wie gesagt, genießt die paar Aufnahmen. Wir sehen uns später. Macht's gut. Bis die Tage. In dieser Sinne, in der Kurve, ciao. Tschüss.